Also der Sport, Oskar. Was ist das eigentlich? Da gibt es eine ganz tolle Bank, die Volksbank Bravo. Und die hat eine Stiftung. Okay. Und dann gibt's auch United Kids Foundation. Das ist das Kindernetzwerk. Und da gibt's ganz viele Partner in dem Kindernetzwerk. Und einer hat diese rote, super coole Tonne. Fit for Future. Cool! Und da sind total viele super Sachen zum Spielen und Sport machen drin. Ja, und wir können die Sachen im Sport und in der Pause nutzen. Warte mal. Und wie jetzt, Sport-Oskar? Ach ja, das ist dieses Bewegungsfestival für die ganzen Fit-for-Future-Schulen. Wir werden alle mit Bussen abgeholt, dann gibt's erstmal Frühstück. Obst, Laugenbrezeln und was zu trinken. Für jede Schule gibt's super T-Shirts mit Teamnamen drauf. Dann machen wir uns alle zusammen warm. 15 Stationen sind da immer aufgebaut. Wir laufen alle zusammen, wir machen alles zusammen. Und keiner kann verlieren, weil es gibt einfach gar keine Punkte. Am Ende gibt es nur Sieger. Das macht echt Spaß. Es gibt auch einen Moderator. Und an jeder Station wird uns erklärt, was wir machen müssen. Und die Lehrer kriegen auch was zu essen und zu trinken. Dann sind die echt entspannt. Und die Kinder, die weniger sportlich sind, die ziehen wir einfach mit. Wir haben auf großen Bällen getrommelt. Und wir sind viel gehüpft und viel gelaufen. Es gab auch Pausen. Und wir haben wieder Obst und zu trinken bekommen. Die Abschlussstaffel, die war total cool. Alle standen an der Seite und haben angefeuert, voll krass. Am Ende gab es für alle ein Oscar-Bändchen und jede Schule durfte nach vorne kommen. Da waren auch wichtige Leute von der Bank und von der Stadt. Die haben uns gratuliert. Der Sport-Oscar, der wird immer verlost. Das finde ich auch richtig gut, weil dann haben alle Schulen, die mitgemacht haben, den mal stehen. Die Leute und das Team waren auch alle ganz nett. Ich glaube, das ist auch ganz schön teuer. Hoffentlich gibt es den Sport-Oscar nächstes Jahr wieder. Ich fände es toll, wenn es den immer geben würde. Ich sag da mal Danke. Danke, Volksbank Stiftung. Danke für den Sport-Oscar.